Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. Auch in diesem meinen neuen Beitrag geht es mal wieder etwas durcheinander, aber das lässt sich bei der Fülle der Ereignisse eben nicht ganz vermeiden. Aber das sind Sie ja inzwischen schon von mir gewohnt. Mal sehen, wie weit wir heute mit meinem Text kommen. Es ist ziemlich umfangreich, aber es ist ja nahezu stündlich so, dass irgendein armes deutsches Schweinchen durch das bundesdeutsche Regierungsdorf getrieben wird. Wer von uns in diesen Tagen der Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest durch die Einkaufspassagen unserer Großstädte von einem Konsumtempel in den nächsten marschiert, um ja kein Weihnachtsgeschenk für die großen und kleinen Lieben zu Hause zu verpassen, der kann sie sehen, die neue Armut in Deutschland. Sie ist unübersehbar und sie wird das Gesicht unserer Großstädte verändern und sie wird auch nicht mehr verschwinden, ganz im Gegenteil, und zumindest so lange nicht, wie diese unsere Bundesregierung in Berlin weiterhin ihr Unwesen treiben darf. Und dabei predigen doch unsere politischen Großkopferten permanent wie Allrad, dass in diesem unserem Lande kein Mensch in dieser Krise allein gelassen und vor allem keine Not leiden müsse. Nun, meine lieben Freundinnen und Freundinnen, die Wirklichkeit sieht leider anders aus. In den Fußgängerzonen unserer Flaniermeilen und den Einkaufsparadiesen aus aller Welt sitzen nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen aus der Alkohol-, Drogen- oder Obdachlosen-Szene herum. Apropos obdachlos, das wäre auch so ein Thema für sich. Nein, es sind inzwischen durchaus deutsche Landsleute aus den sogenannten einfachen und mittleren Schichten unserer Gesellschaften, die ihnen abgrundtief beschämt Gesellschaft leisten und ihnen Zettel entgegenhalten: Ich habe Hunger, ich bitte um eine kleine Spende. Dies in der Bundesrepublik Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Es ist nicht zu fassen. Und ihr nehmt das alles so hin. Ja, pfui Teufel, Entschuldigung. Wer bislang mehr oder weniger betreten vor diesen neuen deutschen und vielleicht sogar europäischen Armut wegschaut und möglicherweise selbst ebenso betreten und verschämt seinen Obolus geleistet hat, 50er, ein Euro, mehr ist er meistens nicht drin, der wird sich an diese neue deutsche Armut gewöhnen müssen. Mittelalterige deutsche Frauen und Männer, das werde ich ein bisschen pathetisch, ja, die ihr Leben lang für uns gearbeitet und geschuftet haben, müssen nun auf ihre alten Tage um eine kleine Spende für eine Mahlzeit betteln, weil ihre magere Renten bereits am ersten eines Monats für Strom, Wasser, Heizung und Unterkunft draufgehen. Ich bitte um eine kleine Spende. Ja, zum Teufel nochmal, in was für einem Land lebe ich eigentlich? Deutschland führt Krieg. Das ist die bittere Erkenntnis in diesen aufgeregten Tagen. Und es ist kein Ende abzusehen. Ganz im Gegenteil, das deutsche Engagement, militärische Engagement soll noch ausgeweitet werden. Wie war das noch gleich vor 2 Jahren, als ich mich an dieser Stelle über die deutsche Bundeswehr lustig gemacht habe? Autos, die nicht fahren, Flugzeuge, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen und Panzer, die nicht schießen. Und jetzt sind wir der größte Waffenlieferant da unten. Was geht die uns an? Haben wir nicht genügend Unheil angerichtet in der Ukraine, in Russland? Wollen wir schon wieder ein zweites Stalingrad haben? Nun, mittlerweile, meine lieben Freundinnen und Freunde, ist mir das Lachen im Halse stecken geblieben. Gütiger Gott im Himmel, sind die Deutschen und ihre Regierungskasperle-Figuren jetzt endgültig übergeschnappt und vielleicht sogar schon verrückt geworden? Und auch diese jüngste Meldung passt hervorragend in das deutsche Bild. In diesen aufgeregten Tagen geriet ein überregional bekannter deutscher raffgieriger Zeitgenosse in die Schlagzeilen der bundesdeutschen Presse, als herauskam, dass er in seiner Eigenschaft als armer Immobilienbesitzer und Vermieter einer schon älteren Dame das Mietverhältnis wegen Eigenbedarf gekündigt habe. Nun, meine lieben Freundinnen und Freunde, dass Vermieter eine Miete oder auch Mieter wegen Eigenbedarf kündigen müssen wollen und sowieso, ist überhaupt nicht besonders erfreulich, lässt sich aber eben ganz nicht ausschließen und manchmal ist es halt sogar wahr. Nun, die besagte Dame wird sich wohl nicht lange in die Reihe der Wohnungslosen und Obdachlosen in diesem unserem Lande einordnen müssen, aber peinlich für alle Beteiligten ist die Geschichte schon. Ich bin nur deswegen auf die Sache aufmerksam gemacht worden, weil die ganze Angelegenheit leider in das wenig erfreuliche bundesdeutsche Bild passt. Geldgeile und raffgierige Makler, Vermieter, Wohnungseigentümer und Spekulanten aller Couleur setzen in diesen Tagen ohne Rücksicht auf Verluste ihre Mieterinnen und Mieter auf die Straße
um ihre ramponierten und abgewetzten Bruchbuden zu sanieren, um diese anschließend an den meistbietenden Interessenten zu verhökern. Es soll auch inzwischen schon vorgekommen sein, dass sie so leer und zwangsgeräumten Bruchbuden anschließend an unsere lieben Flüchtlinge und spätere Gastarbeiter und Facharbeiter vermietet wurden, weil das örtliche Sozialamt dafür eben mehr Kohle herausrückt. Wie war das noch gleich? Der Markt regelt alle unsere Probleme und die Gewinne werden bekanntermaßen privatisiert und die Verluste werden umgehend sozialisiert, das heißt auf uns alle umgelegt. Ist das nicht schön? Ach Gott, diese Liberalen, ja. Und am Wochenende schleichen sich die ach so anständigen Miethaie und Spekulanten in die Gotteshäuser und bitten den Allmächtigen jämmerlich jaulend um die Vergebung ihrer Sünden. Mea culpa, mea maxima culpa. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, also so und wie ich das sehe, haben wir wirklich einen tollen Start beieinander. Nun gut, am deutschen Wesen muss die Welt nun wirklich nicht mehr genesen. Man könnte auch sagen, vor diesen Deutschen braucht die Welt nun wirklich keine Angst mehr zu haben. Die sind so im Arsch, tiefer geht's gar nicht mehr. Apropos Flüchtlinge und Staat, ja, das will ich noch mal einfügen. Die Europäische Union hat rund 450 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen. Und sie besitzt den drittgrößten und bislang erfolgreichsten Binnenmarkt der Welt. Nach jüngsten Meldungen will Großbritannien, das sind die mit dem Brexit, die nicht schnell genug herausgehen konnten, weil sie ihr eigenes Volk belogen, betrogen und bestohlen haben, jetzt auf einmal wollen sie durch die Hintertür eine EU-Mitgliedschaft nach dem Schweizer Modell. Nun, meine lieben Freundinnen und Freunde, jeder halbwegs vernünftige Schweizer Staatsbürger und natürlich auch Staatsbürgerin verflucht diese verdammte Europäische Union, die der Schweiz neben einigen Guten auch sehr viel Unheil gebracht hat. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Also die Schweizer wissen, was sie von noch reden, wenn sie sich über die EU unterhalten. Nun, die Briten haben sich verzockt und jetzt wissen sie nicht mehr, wie sie aus der selbst ausgebrockten Schlamassel wieder herauskommen. Ja, und da sind wir auch schon bei des Budels Kern. Mit den Vereinigten Staaten von Europa und der damit verbundenen politischen Union der Völker Europas haben die allermeisten Mitgliedstaaten der Union nichts, aber auch rein gar nichts am Hut. Ihnen geht es nur um die Ausgleichszahlungen und Strukturhilfen aus Brüssel und sonst um gar nichts. Siehe unsere Freunde in Polen, siehe unsere Freunde in Ungarn, siehe unsere Freunde in Tschechien, siehe in der Slowakei. Von Brüssel die Kohle paktieren und mit dem Herrn Putin hintenrum paktieren. Ähnlich sieht es der Erdogan in der Türkei. Gut, er ist noch kein Mitglied, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit und dann haben wir dann ist das Kraut wirklich fett. Jetzt wollen wir noch mal kurz hier nach unten. Ja, lassen Sie mich noch ein paar kurze Worte zum afrikanischen Kontinent verlieren. Nachdem es jetzt mit den syrischen Facharbeitern nicht so ganz geklappt hat, von 4 anerkannten syrischen Flüchtlingen beziehen 3 Leistungen nach Hartz IV. Sollen jetzt die afrikanischen Facharbeiter richten, will heißen, die Europäische Union möchte gesicherte Fluchtkorridore aus Afrika nach Europa einrichten. Soweit, so gut und auch hier nur eine kurze Anmerkung, kein Kind in Afrika müsste Hunger leiden oder gar daran versterben. Auf dem afrikanischen Kontinent ist genügend Geld vorhanden. Die afrikanischen Eliten, Häuptlinge und Stammesfürsten müssten nur ihre Schwarzgeldkonten auf den Bahamas, in Liechtenstein, in Luxemburg und in der Schweiz auflösen und die horrenden Gelder ihren hungernden Landsleuten zur Verfügung stellen. Nein, es kommt noch viel, viel schlimmer. Die Europäische Union will diese Blutsaugern sogar noch mehr Geld zur Verfügung stellen, um die Flüchtlingsströme schon jetzt in ihren Heimatländern zu unterbinden. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Jetzt können Sie sich leicht vorstellen, in welchen Taschen diese Gelder landen. Es ist einfach nicht zu fassen. Es ist schon etwas länger her, als einer der reichsten Männer dieser Welt in einem Interview und dies nahezu wörtlich so meinte: Die Reichen dieser Welt haben den Armen dieser Welt den Krieg erklärt und so wie es aussieht, wird meine Klasse diesen Krieg gewinnen. Nun, meine lieben Freundinnen und Freunde, so wie es aussieht, hat der Mann, der sich ja selbst, so wie ich, schon im vorgerückten Alter befindet, mit dieser Aussage völlig recht, wobei man ihm zugutehalten muss, dass er selbst in den vergangenen Jahren zusammen mit anderen Philanthropen große Teile seines privaten Vermögens an wohltätige Organisationen und Stiftungen gespendet hat. Es sei ein Schelm, wer Böses dabei denkt, und wir wollen an dieser Stelle auch nicht undankbar sein, als wir unbedingt müssen.
Aber es steht schon zu vermuten, dass für ihn und seine Erben schon noch genügend Kohle übrig geblieben ist. Aber wie heißt es immer so schön? Ehre, wem auch Ehre gebührt. Und denken wir immer daran, dass es auf dieser guten alten Erde noch viel schlimmere Ausbeuter, Ganoven, Raubritter, Sklaventreiber und Wegelagerer gibt. Die ach so armen Reichen werden in Deutschland von Tag zu Tag immer reicher. Und die ach so reichen Armen werden in Deutschland von Tag zu Tag immer ärmer. Dabei ist die Armut in Deutschland keineswegs ein Naturgesetz oder gar vom lieben Gott höchstpersönlich verordnet, weil wir Deutschen ja so furchtbar viel böse Leute sind. Nein, die Armut in Deutschland ist hausgemacht. Sie ist gewollt, und was das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, sie ist von der höchsten politischen Ebene unseres Landes so angeordnet worden. Wohlstand für alle. Das war einmal, das ist Vergangenheit. Der einen Hälfte der Deutschen geht es so gut, wie sie nie zuvor im Leben gut gegangen ist, und die andere Hälfte kann sehen, wo sie bleibt, die kann zu den Tafeln marschieren. Es waren die Sozialdemokraten, die in einer äußerst unheilvollen, unheilbaren Allianz mit den grünen Alternativen die Grundlage für die heutige in Deutschland herrschende Armut gelegt haben. Und es waren die Liberalen und die Schwarzen, die diese Politik im Großen und Ganzen gebilligt haben und dies auch heute noch so tun. Und jetzt sind diese Typen wieder an der Regierung, und ganz offensichtlich wollen sie uns jetzt dem Todesstoß versetzen, getreu dem Motto des Teufels Werk und Gottes Beitrag. Übrigens, das also sind die Leute, die immer sehr gerne mit dem Finger auf andere politischen Führer und andere Staaten zeigen und die immer sehr gern behaupten, was sie doch selbst für ein tolles christliches und soziales und liberales Menschenbild hätten. Geht zum Teufel, aber schnell. Mit der Rentenreform von 1998 und der späteren Agenda 2010 wurde in der Bundesrepublik Deutschland die Armut sozusagen per Gesetz eingeführt. Gehen die armen und die sozial benachteiligten Menschen dann auf die Straße, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, dann werden sie von diesen unseren politischen Führungen zu allem Überfluss auch noch als Pack und wie neuerdings vor einem schwarzen Bundesminister als Bratzen bezeichnet. Und heute besitzen die deutschen Sozialdemokraten die bodenlose Frechheit, sich hinzustellen und in Brustton der Überzeugung zu behaupten, sie wären die kleinen Es wären die Partei der kleinen Leute. Ja, meine Damen und Herren, also hier, mein Akku blinkt, es geht zu Ende, die Uhrzeit auch. Lassen wir uns deshalb zum Schluss kommen, ich mal ganz nach unten. Es wäre noch so viel zu sagen. Na denn, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land mit seinen Eichen, seinen Linden, werde ich es immer wieder finden. Das war ein Auszug aus Nachgedanken von Heinrich Heine. Vielen Dank. Dankeschön und auf Wiedersehen.